Tatsächlich eine von den Herangehensweisen, mit denen man wirklich festgefahrene Standpunkte lockern kann, bei sich selbst, aber auch bei anderen, das ist Nachfragen. Das hat er sehr gern gemacht, der Sokrates damals, ja, der war ja der King des Nachfragens. Der ist immer spaziert durchs antike Athen und hat die Leute ausgefragt. Er war super nervig, ist herumgegangen, hat allen Fragen gestellt, ist hingegangen zum Markt, hat gesagt, was machst du da? Ja, keine Ahnung, ich verkaufe Tomaten. Warum verkaufst du Tomaten? Weil ihr Geld willst. Martin, das warum willst du ein Geld? Ist nicht das beste Beispiel, weil Tomaten erst im 16. Jahrhundert aus Amerika eingeführt wurden. Also die hat es damals in Athen nicht gegeben. Ja. Aber das Prinzip haben wir verstanden. Da brauchst du dich aber nicht wundern, wenn er danach fragt. Die auch nachfragt.